Moin moin und herzlich willkommen zu meinem zweiten Tutorial von JK Movies. Ich zeige dir in meiner Tutorial-Serie, wie man den X-Plane 11 so realistisch wie möglich macht. Und das Beste dabei, es ist alles kostenlos. Heute zeige ich dir die besten Lichter für den X-Plane 11. Ich habe lange gesucht und das beste Ergebnis präsentiere ich euch. Es geht los nach dem Intro. Let's go! Zurück im X-Plane 11 schauen wir uns erstmal die Standardbeleuchtung an. Dies ist jetzt die Beleuchtung nachts für Europa und auch komplett global. Und es fällt uns auf, dass die Lichter, besonders die Autobahnlichter, orange wirken und so, ich sag mal, ziemlich rund sind die Lichter. Also man sagt da auch Blumeneffekt zu. Und das ist für Europa auf jeden Fall nicht typisch und wir machen da jetzt was gegen. Wir beenden den X-Plane 11, starten unser Browser und gehen auf xplane.org. Dann gehen wir auf Download Manager, tragen oben rechts in der Suchmaske ein bei Files HDR Lightning. Und Upgrade kommt dahinter. Wir klicken auf Suche, das erste Feld HDR Lightning Upgrade auf der Suchergebnisseite ist das richtige. Wir klicken drauf und schauen uns gleich mal die Bilder an. Was uns hier gleich auffällt, ist, dass die Lichter ein bisschen reduziert sind. Das bedeutet, wir haben nicht mehr diesen großen Blumeneffekt. Laden wir uns die Datei erstmal runter, klicken auf Download File, dann auf Lights Europe Zip. Genau das brauchen wir nämlich. Speichern das bei uns auf den Computer. Zack, drauf ist es. Und zurück hier im Fenster entzippen wir erstmal Lights Europe. In dem Europe Lights Ordner ist eine kleine Textdatei, die wird dann unsere Lichter realistischer machen. Wir kopieren die Textdatei, gehen in das Hauptverzeichnis des X-Plane 11, klicken auf Ressourcen, dann geht es weiter unter Bitmaps, da sind noch weitere Unterordner. Dann gehen wir auf World, weil World gehört dann zu den Lichtern. Klicken hier auf Lights und hier ist die Textdatei, die wir jetzt ersetzen müssen. Bitte macht vorher ein Backup, das ist ganz wichtig. Immer bevor ihr was überschreibt, ein Backup machen, damit ihr es zur Not wieder herstellen könnt. Ersetzt haben wir es jetzt und wir sehen uns zurück im X-Plane 11. Dann schauen wir doch mal das Ergebnis an, würde ich sagen. Was uns auffällt, ist, dass die Lichter kleiner geworden sind und einfach, was soll ich sagen, sie wirken deutlich realistischer. Auch, sag mal, die Autobahnlichter wirken einfach feiner. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Es ist feiner und wir haben nicht mehr diesen Blumeneffekt, diesen großen Leuchtkegel, was für Europa untypisch ist, sondern feine kleine Lichtquellen mit kleinen Kegeln und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin selber mit dem Ergebnis sehr zufrieden, denn ich will ja, dass ihr den besten und realistischen Simulator habt und das Ganze auch noch kostenlos, denn mein Motto ist immer real as it gets. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um und entspannen dabei, sage ich mal, und genießen die schönen Lichter. Das ist jetzt die Abenddämmerung von München, EDDM. Und wir gucken uns gleich nochmal an die Morgendämmerung, weil das ist ja auch nochmal ein ausschlaggebender Punkt, wie das Ganze wirkt mit den Lichtern. Und da würde ich sagen, gucken wir uns das alles mal an.
Morgengrauen eingestellt. Und ja, einwandfrei. Kleine, feine Lichtquellen. Und ich bin sehr zufrieden. Seid ihr das auch? Hat euch das Video gefallen? Gebt mir einfach ein Like. Daumen nach oben. Zack, da ist er. Soll ich auch mal ein Video machen über Szenerieinstallationen mit der richtigen Reihenfolge? Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Nächste Woche gibt es wieder ein neues Tutorial. Wenn ihr Bock auf meinen Kanal habt, einfach abonnieren drücken. Und dann geht das nächste Woche weiter mit JK Movies. Ciao!